Auftakt der Tage der politischen Bildung in Schwerin. Wir waren bei der Eröffnung dabei. In Schwerin wurden heute die Tage der politischen Bildung mit einem Flashmob in der Mecklenburgstraße eröffnet. Die Aktion ist eine gemeinsame Kampagne der Landeszentrale für politische Bildung und vieler politischer Stiftungen im Land. Ziel ist die Stärkung der Demokratie und der konstruktive Austausch. Ich glaube, dass es deutlich gemacht werden muss, dass man in der Demokratie eine Debatte braucht, was Demokratie ausmacht, wie Meinungsfreiheit zum Beispiel. Und dass man darüber mit Leuten in die Diskussion kommt und dass man sie einfach auch befähigt zur eigenen Urteilsfähigkeit. Darum geht es in der politischen Bildungsarbeit. Demokratie lebt nicht einfach nur so. Demokratie muss immer wieder neu erklärt werden, verstanden werden. Politische Bildung gehört essentiell zur Demokratie mit dazu. Und deswegen ist es wichtig, dass wir viele Veranstaltungen in ganz verschiedenen Formaten anbieten, damit sich die Menschen auseinandersetzen können mit verschiedenen Themen, informieren können, sich eine Meinung bilden können, auch die Meinung und Argumente von anderen sich anhören können. Das ist ganz wichtig. Und dafür steht politische Bildung. Auch Bildungsministerin Bettina Martin schaute am späten Mittag vorbei und warb für eine offene Diskussionskultur in der heutigen Zeit. Im Moment ist es ja ganz sicher wichtig, dass wir politische Bildung stark machen. Es gibt viele Debatten darüber, was sind echte Fakten, was sind Verschwörungstheorien. Wir müssen uns als Gesellschaft wirklich gut aufstellen, dass wir unser demokratisches Zusammenleben auch schützen. Und da ist Bildung ganz weit vorne. Die Aktion wurde von den Passanten überwiegend positiv aufgenommen. Ich halte das für sehr wichtig, weil wir im Augenblick gerade in einer Zeit leben, in der Politik und Bildung also irgendwie anscheinend keine Grundlage mehr haben. Im Moment heißt ja immer, die Meinung wird vor sich hergetragen, aber wir tauschen uns zu wenig aus. Und ich glaube, dass das eine gute Möglichkeit da an der Ecke gerade, auch mit dem Herrn, der da steht, dann immer wieder zu diskutieren, was heißt der Begriff, was heißt der Begriff. Ich finde es total gut. Fast alle politischen Stiftungen des Landes beteiligen sich erstmals gemeinsam an der Aktion. Bis zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober sind rund 80 Veranstaltungen landesweit geplant.